mit der schönen Musik. Märchenhaft wie im Film. Zaubern wir, du und ich, dass sie nie bei ewig bleibt. Eine Faschingsprinzessin, die braucht's einfach. Die Stuttgarter Karnevalsgesellschaft Grün-Schwarz-Bessbar-Club hat eine ganz besondere auf den Thron gesetzt, nämlich Mimi die Erste. Die hat indische Wurzeln und sorgt nicht nur für gute Laune, sondern ist auch noch sozial engagiert. Sie möchte nämlich in ihrer Heimat Indien ein Krankenhaus bauen. Davon träumt sie. SWR1-Reporter Cüneyt Özerdali mit einer Huldigung an Mimi die Erste. Die Karnevalsgesellschaft Grün-Schwarz-Vesper-Club Stuttgart feiert ihre Prinzessin, die märchenhafte Mimi die Erste. Braune, lange Haare mit Glitzerdiadem, hautenges, lachsfarbenes Prinzessinnenkleid, üppig mit Straßblumen bestickt. Mimi die Erste kommt von ganz weit her. Ich komme aus Nordostindien und das ist Grenze früher Burma und jetzt heißt Myanmar. Mimi ist die erste Prinzessin mit Migrationshintergrund in der Geschichte der Karnevalsgesellschaft Grün-Schwarz-Vesper-Club Stuttgart. Im bürgerlichen Leben heißt sie Lalmin Gleali Schäfer. Vor 20 Jahren lernte sie ihren deutschen Ehemann in Indien kennen. So kam sie nach Deutschland, arbeitete hier erst als Krankenschwester, dann als Gastronomin und bildete sich schließlich zur Immobilienmaklerin fort. Von der Faschings- und Karnevalskultur hatte sie bis zu ihrer Entdeckung als Prinzessin kaum eine Ahnung, gibt Mimi zu. Früher habe ich immer gedacht, ja, da trinken die Leute und die sind besoffen. Aber ist sehr, sehr ernst, die haben Programme und das ist wie in ein Theater zu gehen. Die Leute, die tanzen, da müssen sie ziemlich viele, viele Jahre trainieren. Auch sie nimmt es mittlerweile richtig ernst. Extra für den Fasching hat sie sogar eine CD aufgenommen. Mimi die Erste ist längst über Stuttgarts Grenzen hinaus berühmt. In ihrer indischen Heimat wird sie wie ein Star gefeiert, erzählt die Prinzessin. Ihre Popularität nutzt Mimi für einen Kindheitstraum. So 70 Betten Krankenhaus, das ist mein Traum und mein Wunsch. Die Baupläne liegen vor. Das Krankenhaus soll in ihrem Heimatdorf errichtet werden, im Bundesstaat Mizoram. Die medizinische Versorgung vor Ort ist sehr schlecht, erzählt Elfarad Ost-Schürer. Wir sehen dieses Projekt sehr positiv und da hat sie unsere volle Unterstützung. Das spürt auch Prinzessin Mimi die Erste. Sie konzentriert sich jetzt aber voll auf ihre Aufgaben. Repräsentieren und für gute Laune sorgen. Sie vermisst zwar ihre Heimat, aber auch in Stuttgart hat sie eine neue Heimat und in der Karnevalsgesellschaft eine neue Familie gefunden. Also ich fühle mich sehr wohl. Hier bin ich dann zu Hause. Mimi die Erste und ihr Prinz sind heute Nachmittag live im Studio und zwar nach 15 Uhr im SWR 1 Narrenfreien.